Herzlich willkommen zur Folge 169 ist es, glaube ich. 169, Vorsicht, 13 mal 13, das Quadrat der Unglückszahl. mal schauen, wie das heute wird. Ja, wir sind wieder am Berberdorf in El Andalus. Ja, zur letzten Folge mit der Kogge habe ich inzwischen mitgekriegt, dass ich da mit den Maßen das leicht verpeilt habe. Die ist jetzt also natürlich doppelt so lang und doppelt so breit geworden, wie eigentlich geplant. Würde von den Ausmaßen eher der Korvette entsprechen, die wir da noch bauen werden. Also nicht an der Stelle, sondern zack, 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 hier am Korvettenbauplatz. Na, da habe ich mir ja auch ein entsprechend großes Stück Wasser gesucht. Wäre jetzt in der 181 in den neu generierten Chunks natürlich leichter zu finden. Da gibt es ja eher größere Wasserflächen. Aber das ist hier noch eine Ecke, die aus irgendwann aus 1,3, 1,4, 1,5 oder sowas erzeugt wurde, die Chunks. No. Dann ja, gab es auch eine Videoantwort von Zulangs 11, der selber so ein kleines Schiffchen gebaut hat. Ja, fand ich einen ganz sympathischen Weg, auf sich aufmerksam zu machen, muss ich erstmal sagen. War eine gute Idee, weil die Videoantwort passt zum Thema und ist auf jeden Fall ein besseres Mittel, als Let's Player auf sich aufmerksam zu machen, als eine PN mit der Bitte darum vorgestellt zu werden. Das muss ich mal sagen. Das ist mir dabei so eingefallen. Ich weiß jetzt nicht, ob Zillangs 11, beziehungsweise Basilikum nennt er sich ja auch. Ja, ich habe in das Video reingeguckt. ja, ob der gute Zillangs 11 das so unbedingt im Sinn hatte. Selbst wenn, ist es nicht verkehrt. Wie gesagt, ich finde es besser als eine PN mit der Bitte, doch den Kanal mal vorzustellen. Vor allen Dingen, weil es eben in diesem Fall die Videoantwort was wirklich was zu tun hat mit meinem Video, mit meiner Folge. Geht nämlich um den Schiffsbau oder in den Bau von Schiffen in Minecraft. Oh, Kühe. Klasse. Ja, vielleicht das mal als Tipp, wenn ihr so als Let's Player auf euch aufmerksam machen wollt, bei anderen Let's Playern. Eine PN bringt da eigentlich relativ wenig, weil davon sieht nur der entsprechende Let's Player, was den ihr angeschrieben habt, und der kriegt Tausende davon. Also viele. Ne? Und hat dann eben auch noch die Arbeit, dass er sich auf eurem Kanal mal umgucken muss und sich ein paar Videos angucken muss und was ihr so macht und pipapo und dann vielleicht auch noch was sich überlegen muss, was er da sagt. Ne? Das ist ja alles mit Arbeit verbunden, kostet Zeit und geht ab von dem, was er eigentlich vorhat, nämlich sein Let's Play zu machen. Ne? Die Videoantwort ist da eben ganz anders. Da gucke ich kurz rein. Das geht schnell, wenn da ein passender Text auch dabei ist. Ja, dass ich halt schnell sehe, aha, das passt zu meiner eigenen Folge. Ist also jetzt nicht hier nur Werbung oder Spam, schlimmstenfalls, sondern interessiert eben vielleicht auch meine Zuschauer, was die Diskussionen dann angeht, dass dann vielleicht nochmal ein paar Kommentare dazu kommen und so weiter. Also da muss ich sagen, ist wirklich die Videoantwort eine bessere Idee oder eine sehr gute Möglichkeit. Was ist denn jetzt hier passiert? Hier war doch. Ach so, halt. Ja, komm. Falscher Mineneingang. Oh, Scheibe, Scheibe, Scheibe. Ja. Ja, deswegen ich mit dem Schiff, mit der Kogge, weiß ich noch nicht so genau, wie es da weitergeht. Beziehungsweise habe mich da also auch noch nicht dran gemacht, die umzuarbeiten. Und das werde ich natürlich offscreen machen, dass ich den Rumpf dann einfach auf die passenden Maße bringe. Und heute geht's also hier dann wieder weiter in der Mine. Haben wir überhaupt das Wägelchen unten? Ah, sieht so aus. Dann nehmen wir uns auch noch mal ein bisschen Gleise mit.
Die Redstone-Fackeln, das packen wir weg, das packen wir weg, das packen wir weg, das nehmen wir dann nachher alles mit. Wir wollen noch ein bisschen Lava sammeln. Das hier packe ich mir mal hin, weil ich die Station hier noch ein bisschen umbauen will. Nämlich so, dass das ankommende Minecart eben nicht hier im Kreis fahren muss, sondern von beiden Schienen eben auf ein Stichgleis kommt, wo eben der Bahnsteig dran ist und dann rückwärts wieder losgeschickt wird und eben über eine Weiche dann entschieden wird, in welche Mine das Minecart runterfährt. Ein paar leere Eimer habe ich wieder dabei, dass wir also Lava sammeln können. Und ja, schauen wir mal, was uns hier dann heute noch so blüht. Was mir inzwischen mit der 1.8.1 aufgefallen ist, es spawnen wesentlich weniger Tiere. Das finde ich ein bisschen ärgerlich bis oder schade bis ärgerlich, weil man wie gesagt, schade bis ärgerlich, weil ich war hier wirklich tagelang, also Minecraft tagelang, unterwegs und hab vielleicht ein, zwei Schafe, ein Schwein und eine Kuh gesehen und erlegen können und bin hier aber wirklich eben, ja, ganze Minecraft-Tage in der Gegend rumgelaufen, wirklich auf großen, freien, grünen Flächen, wo sonst eben haufenweise spawnt, war eben nichts zu sehen. Und das eben wirklich über lange, lange, lange Zeit, große Räume, Zeiträume. Also das mit der Nahrungsversorgung, das wird in Zukunft unter Umständen einfach ein bisschen schwieriger. Wie haben wir denn hier? Den würde ich ja doch gerne irgendwie abstützen. Nur da unten lauert schon wieder ein Skelett. Okay. Na, zack. So. Das ist mir also in der 1.8.1 aufgefallen, dass wesentlich weniger Tiere spawnen. Ob man jetzt das Spiel neu startet oder das eine ganze Weile laufen lässt. Ich habe auch mal auf Peaceful das 2-3 Minecraft-Tage einfach laufen lassen. Und es spawnen trotzdem keine Tiere. Also, das ist ein bisschen schade. Man wird wohl in Zukunft stärker darauf gehen müssen, dass man halt hier mit Getreide arbeitet. So, haben wir den noch zu Fall gebracht. Ja, hier muss Licht rein. Mal sehen, ob das zur 1.9 korrigiert wird, verbessert wird. Oder ob das so bleibt. Aber Monster spawnen jede Menge. Und das wundert mich ehrlich gesagt ein bisschen, ob man da irgendwie die Regeln geändert hat. Achso, ich habe hier jetzt auch mal die Helligkeit runtergedreht. Das werde ich mal wieder korrigieren. Video Settings, Brightness. So, 40% hatte ich sie. Auf geht's. So, jawohl, jetzt ist das Ganze hier ein bisschen heller. Jetzt dürftet auch ihr mehr sehen. Zum Beispiel den Zombie da hinten, den wir uns jetzt kaschen werden. So. Jawohl, und hier haben wir ja wieder noch mehr Besuch. Zombies, naja. Okay. So, was ist noch aufgefallen? Ach, da hinten haben wir ja hier mal schön viel. Ach, da können wir doch gleich die Spitze. Da sollten wir dann vielleicht mal ein bisschen auf die Dingsseite stellen oder sonst weiter sichtbar machen. Und das Größte, das Beste in der Hinsicht ist eigentlich eine Videoantwort. No? Und die halt einfach zum Thema bezogen machen, dass das also wirklich zu dem Video passt, auf das ihr antwortet. Dann habt ihr, glaube ich, bei keinem Let's Player ein Problem, dass die nicht genehmigt wird. Ja.
Und das ist ein sehr gutes Mittel, um ja, Aufmerksamkeit zu erregen, auf sich aufmerksam zu machen, ja, mit einer guten Antwort und überhaupt einfach zur Kenntnis genommen zu werden. Ja, nicht nur von anderen YouTubern, sondern eben auch von dem Let's Player oder dem YouTuber, dem ihr diese Videoantwort schickt. Ja. Also da möchte ich mich nochmal fast bei Basilikum bedanken. Ich weiß jetzt nicht, ob er das so im Sinn hatte mit seiner Videoantwort oder ob er einfach nur sein Schiff zeigen wollte. Was mich allerdings ehrlich gesagt ein bisschen eher an so ein Playmobil-Piratenschiff erinnert. Von den Proportionen her, na, das Ding ist ja fast genauso breit wie lang und dann auch die Form. Es ist sehr toplastig, es ist halt sehr viel über Wasser, auch von den Aufbauten her. Ich weiß jetzt nicht, wie weit er da in die Tiefe gebaut hat. Doch in dem Video sieht man es ja, dass er also in das Schiff reingeht und das, was er da als Innenraum hat, liegt, glaube ich, kaum unter der Wasseroberfläche. Also das Ding ja, dürfte ziemlich toplastig sein und schon bei der kleinsten Brise kentern. Besonders mit dem Mast, den er da drauf hat, der auch noch so weit vorne steht, dass das Schiff gar nicht richtig segeln kann. Ja, da die Segel oder das Segel ist auch noch so ein Ding, er hat da irgendwie noch ein gewölbtes Segel oberhalb der Mastspitze und oberhalb der Raa. Da fragt man sich dann, wo dann was aufgehängt ist. Ja. Aber der Mast steht so weit vorne, dass das Schiff gar nicht richtig segeln kann, beziehungsweise nur mit Wind von hinten segeln kann. Ja, denn wenn es also versucht, mit Wind von der Seite zu segeln, dann drückt der Mast den Bug des Schiffes immer aus dem Wind raus, also immer vom Wind weg. Ja, und von daher kommt man mit diesem Schiff also bei weitem nicht überall hin, wo man eigentlich hin möchte. Und ich möchte hier jetzt auf keinen Fall in die Lava plumpsen. Deswegen mache ich das hier dicht. So, dicht genug jedenfalls, dass ich mir hier dann ich glaube, was ist Kohle oder Eisen rausholen kann. Ich muss mir das nochmal genau angucken. Ja, Texture Pack, schon wieder ein neues. Ovos Rustic Pack. Habe ich bei Van Bergen gesehen in den Empfehlungen auf seinem Kanal, beziehungsweise zu seinem letzten Video. Und ich muss sagen, es gefällt mir ganz gut, bis auf den Stein und den Gravel. Das ist nicht so ganz mein Ding, aber das Holz sieht halt sehr, sehr gut aus. Passt alles eigentlich recht gut zusammen. Manches wirkt ein bisschen pixelig, aber damit kann man soweit wunderbar leben. Und es läuft schön flüssig. Ich habe also keine Abstürze damit. Ist, glaube ich, auch ein 64er. Texturenpack. Manchmal hat man, wenn man so ein bisschen in die Ferne guckt, bilden sich sogenannte Moiré-Muster. Wenn also dieses Gemauschelte hier dann scheinbare zusätzliche Muster erzeugt. Das nennt man Moiré-Muster. Oh, und ich sollte vielleicht mal was essen. Yam, 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 yam. Und noch was. Ihr seht, ich habe jetzt hier im Brot dabei, statt Schweinefleisch. So, da unten kommen wir dahin, da unten kommen wir dahin. Da waren wir. Da haben wir nochmal Gravel, da könnte man nochmal graben, um den rauszuholen. Ich schau mal, ob wir hier noch weitere unbekannte Gänge haben. Oh, nach da hinten scheint es noch weiter zu gehen. Dann holen wir mal hier Material aus der Wand, bauen uns einen Weg entlang der Lava. Ja, das waren, glaube ich, so alles die Themen, die ich heute mal ansprechen wollte. Ja, Schiffe gibt es noch viel zuzusagen. Warum weiß ich so viel über Schiffe? War ja auch eine Frage. Es hat mich eigentlich schon von Kindesbeinen an interessiert. Schiffe und natürlich besonders Segelschiffe. Einmal natürlich durch die Bücher, die ich damals gelesen habe.
Na, die klassischen Jugendbücher, ne? Robinson Crusoe, die Schatzinsel, und dann habe ich auch halt viel ja, marinehistorische Romane gelesen. Also Romane, die ja, historisch korrekt sind, aber halt mit erfundenen Personen. Also historische Romane am bekanntesten sind da. Ups, jetzt muss ich hier mal ein bisschen aufpassen. Ja. Die Romane von Cecil Scott Forrester um Kapitän Hornblower. Die habe ich also verschlungen und mehrmals gelesen, jeden. Na, die lese ich auch heute noch immer wieder mal. Moby Dick zum Beispiel und so eine Sachen. Und einfach dadurch, dass in diesen Romanen, upsala, das ganze Seemännische, also die Schiffe, die Takelung und so weiter, alles doch korrekt beschrieben wird, seemännisch korrekt beschrieben wird. Und das ist einfach hängen geblieben. Und wie gesagt, ich habe mich also auch immer für Segeln und für Segelschiffe interessiert. Natürlich halt für die Großsegler auch. Es ist Zeit hier mal abzuladen. Und ja, war zum Beispiel bei diesen Großsegler-Treffen, ne, Operation Sail, glaube alle 2 Jahre veranstaltet werden, wo also die Großsegler, sprich Gorch Fock, Krusenstern, so die Segelschulschiffe der verschiedenen Nationen sich treffen und man die also besichtigen kann. Da war ich dabei in Bremerhaven, bin sogar mal übers Wochenende nach Amsterdam gefahren und so eine Sachen. Und habe mir halt die Schiffe angeguckt und wie gesagt, viel einfach gelesen, viele Bücher gelesen dazu. Seien es jetzt eben nun so historische Romane oder eben Tatsachenberichte. Zum Beispiel, ja, hier, Magellan. Ne? Der Typ, der als erster die Welt umsegelt hat, Fernando Magellan. Dessen Reisetagebuch. Ja, das habe ich gelesen, natürlich nicht das Original, sondern eben einen Nachdruck, entsprechend übersetzt und so weiter. Aber eben ja, den Originalstoff, was ihm da alles wirklich passiert ist mit seinen Leuten. Und ich muss jetzt mal gucken, wie ich hier wieder an die Stelle zurückkomme. Wo waren wir denn? Blonk, 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 blonk. Ja, da waren wir. Na, also wirklich das Logbuch seiner Reise, wo halt auch die Schiffstypen beschrieben werden, habe auch jede Menge Sachbücher übers Segeln und über Segelschiffe gelesen. Und von daher, ja. No. Und was eben noch dazu kommt, ich habe halt nicht nur gelesen über Segeln, sondern bin eben auch selber gesegelt, habe den Jollenführerschein gemacht, also den A-Schein, und bin auf dem Bodensee mal ein bisschen rumgeschippert oder dann in der Schule hatten wir auch eine Segel-AG und da waren wir als Abschluss eine Woche auf der Ostsee auf einem ja, richtigen Segelschiff, keiner Yacht, keine modernen Segler, sondern der Säute Dern heißt das Schiff, also hamburgisch so viel wie süßes Mädchen oder schönes Mädchen. Und also nicht hamburgisch, norddeutsch. Wurde 1936 gebaut, um in die Südsee zu fahren, also in den Pazifik zu fahren. Und dort Wasserproben zu nehmen. Und das ist also ein Zweimaster. Eine Ketch, wem das was sagt. Ketch heißt einfach, dass der vordere Mast höher ist als der hintere bei Zweimastern. Wenn der hintere Mast höher wäre, dann wäre es ein Schoner.
Und wenn es Dreimasten wären, dann wäre es also von vornherein ein Schoner. Mit Gaffelsegeln, also nicht mit diesen Segeln, die an Querstangen aufgehängt werden, an den Rahen, sondern eben Segeln, die man halt von Deck aus bedienen kann. Und da haben wir einen Enderman. Dem machen wir mal ein Enderman. Ah, no? Du klaust hier keine Blöcke in meiner Höhle. Ja, wenn hier einer Steine klaut, dann bin ich das. So. Ja, also die Endermen, weiß ich nicht so recht, was ich von denen halten soll. Ich finde das nicht okay, dass die, ja, hier Steine abbauen. Da fehlt einfach mal irgendwo ein Stück vom Baum und so eine Sachen. Das gefällt mir also ehrlich gesagt gar nicht. Das ist überhaupt nicht mein Ding. ja. Aber nun sind sie da. Scheibe. Nun sind sie da und jetzt muss man auch sehen, wie man mit ihnen fertig wird. Ich glaube, ich packe hier einfach mal. Schienen hin und dann versuche ich hier wieder das. Ah, Minecart und Kiste haben wir ja. Das ist ja so schon mal gut. Dann können wir das nämlich wieder hinsetzen. So. Und dann kann ich hier. Welk! jetzt muss er natürlich. Jetzt ist es natürlich ärgerlich, dass der bis nach oben durchbrettert. Da müssen wir jetzt rennen. Nicht, dass uns das Material da flöten geht. Ups. Ah, okay, und da kommt er schon wieder runter. Sehr schön. So. Ach Mann, diese Aufregung. Ja, 1936 gebaut, die sollte deren. Eine Catch. Und, also Gaffel-Catch, um ganz genau zu sein, gebaut halt 1936 zum geologischen Jahr. Da hat man sich nämlich, ja, ich sag mal, weltweit geeinigt, dass man halt einfach mal loszieht und geografische Forschung betreibt, Expeditionen macht und so weiter. Und die Seute deren ist halt in den Südpazifik gefahren und hat dort Wasserproben genommen. Das Schiff ist so um die 30 Meter lang, 8 Meter breit, recht bauchig gebaut, weil halt für die Wassertanks viel Platz gebraucht wurde. Und hat ein richtig großes Deckshaus, wo also damals die Mannschaft untergebracht war. Ja, und im Rumpf waren halt die großen Wassertanks, wo halt die Wasserproben gesammelt wurden. Ja. Und das Schiff ist halt umgebaut worden, sodass man da also mit Jugendlichen drauf segeln kann. Und gehört einem Verein namens Clipper, Deutsches Jugendwerk zur See. Der macht oder der besteht aus Berufsseeleuten, die in ihrer Freizeit, also in ihrem Urlaub, auf solchen historischen Segelschiffen, hier waren Endermen am Werk, auf solchen historischen Segelschiffen Fahrten mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen unternehmen. Und da war ich eben auch ein paar Jahre dabei. Ja, im Sommer immer so 14 Tage unterwegs oder im Herbst eine Woche. Hab das also quasi richtig als Urlaub gemacht und hab da natürlich auch viel gelernt über Segelschiffe. Ganz einfach aus der Praxis mit Segelsätzen, Wache gehen und so eine Sachen alles. Wie man so ein Segelschiff bedient und wie man Ruder geht etc. Und halt auch die ganze Sprache mit aufgenommen, die Seemannssprache, einfach die ganzen Fachausdrücke für die Sachen, die es da an Bord gibt und die gemacht werden. Und ja, das hat unheimlichen Spaß gemacht. Und da ist halt auch einfach unheimlich viel hängen geblieben. Und ja, Bücher gelesen, halt nicht nur historische Sachen, sondern auch ja, von Yachtseglern, die also zum Beispiel auf Weltumsegelung gegangen sind. Rollo Gebhardt zum Beispiel, der als Einhandsegler rund um die Welt ist, also als Einhandsegler heißt, alleine in seinem Boot. Er hatte nicht noch einen zweiten Mann dabei, oder einen zweiten Menschen dabei. Weg mit dir. Schade.
Aber so hat er hier gleich nochmal Platz geschafft. Ja, und halt deren Abenteuer auch gelesen. Und ja, so hat sich also das Wissen einfach her angesammelt bei mir. No. Von daher weiß ich halt so viel über Segelschiffe. Und das nutze ich jetzt natürlich aus, wenn ich hier in Minecraft Segelschiffe baue. Ja, damit die halt eben auch nach was aussehen. Ja. Damit das eben Hand und Fuß hat und eben auch ein paar Tipps und Tricks für euch, wie ihr sowas hinkriegen könnt, dass also ein Segelschiff richtig gut aussieht, wenn ihr es baut. So, zack, Quelle hier dicht. So, das verzweigt sich ja hier wieder noch und nöcher. Ich weiß schon gar nicht mehr so genau, wo ich jetzt hier hingelaufen bin und wie ich eventuell wieder zurückkomme, weil wir ja doch das Minecart dann nochmal beladen müssen. Weil so viel Material werde ich hier sicherlich nochmal zusammenkriegen. Ja, unsere Mine hier entpuppt sich wirklich als Germany's Next Top-Höhle. Muss man mal so sagen. No. Verzweigt und dreht und wendet sich hier und hat Schätze, Mineralien ohne Ende. Fast alles da, was das Herz begehrt. Lapis kann es hier nicht geben, weil dieser Chunk eben erzeugt wurde, bevor Lapis Lazuli ins Spiel kam. Das nochmal so angemerkt. Ja, na, und, gut, ich hole mir hier noch Kohle raus und noch jede Menge Eisenerz, was es hier noch alles so gibt, denn brauche ich alles noch. Und ja, dann werden wir mal sehen, wie es mit der Kogge weitergeht. Denn eine Kogge wird das auf jeden Fall werden. Ich werde das also verkleinern, den Rumpf. Na, aber die interessanten Sachen, so ein paar Prinzipien, auf die man achten kann, sollte, habt ihr ja schon mitgekriegt. Und ja, entsprechendes werde ich dann auch bei den anderen Schiffen machen, die ich noch bauen werde. Es steht ja noch aus, eben die beiden Wikinger-Schiffe. Ja, einmal das Kriegsschiff der Wikinger, also das Langboot, einmal das Handelsschiff. Ja, die Wikinger waren ja auch viel auf der Ostsee und über die Meere unterwegs. Sind die Flüsse entlang gefahren und haben eben dann die Städte überfallen. Ne? Paris zum Beispiel an der Seine, mehrfach von Wikingern überfallen. Und ich werde jetzt einfach mal eine kurze Pause machen und mich kurz um meine Nase kümmern. Die geht nämlich gerade zu. So, da bin ich wieder. Ja, viel erzählt in dieser Folge, viele Themen gehabt, viel auf der Liste gehabt. Und zack, holen wir einfach noch ein bisschen Cobblestone raus. Davon kann man ja nie genug haben. Ne? Ja, hier geht es ja auch noch weiter. Sehr schön, sehr schön. Klatschen wir hier die Fackel hin. Jetzt machen wir uns erstmal hier noch ein bisschen Platz, dass das alles übersichtlicher wird. Ja, das ist es also im Prinzip mit den Segelschiffen. Genau. Aktuelleres Beispiel. Die Romane von Cecil Scott Forrester, die sind in den 50ern, 60ern, glaube ich, geschrieben worden. Die habe ich, wie gesagt, als Jugendlicher gelesen, so mit 10, 12, 13, 15 und dann nochmal mit 18 und so weiter. Die habe ich also mehrfach gelesen. So gut, dass ich es also fast auswendig kann, aber sind halt gut. Ein bisschen aktuelleres wäre zum Beispiel der Film Master and Commander. Der war vor ein paar Jahren in den Kinos. Schauspieler weiß ich jetzt nicht, aber der spielt eben auch auf historischen Segelschiffen, glaube 17. oder 18. Jahrhundert. Und ja, ich habe ihn gesehen,
Weiß ich gar nicht. Ich gucke relativ wenig Filme, weil ich halt relativ viele Bücher lese. Aber ich habe ein paar Romane dazu gelesen, weil dieser Film basiert auf Roman. Und danach haben die halt den Film gemacht. So wie halt, was weiß ich, die Herr der Ringe-Filme auf dem Roman von Tolkien basieren. Und ja, die habe ich zum Beispiel auch alle gelesen. Oder fast alle aus der Master and Commander-Reihe. Autor ist Rengel-Dengel, hier stehen sie noch gerade im Regal. Patrick O'Brien. Ja. Master and Commander. Da gibt es eine ganze Reihe von. Und ja, lesen oder halt mal den Film gucken. Auch die Hornblower-Romane sind mal verfilmt worden. Das war in den 50ern, noch mit Gregory Peck und Virginia Mayo. Aber das ist auch, meiner Meinung nach ist das eine gute Literaturverfilmung da, weil man sich halt doch recht eng an das Original hält, obwohl man in einem Film drei Romane zusammenfasst. Was ja eigentlich immer so auf Kosten der Handlung im Roman geht, aber man hat doch so die Typen alle gut getroffen und das Seemännische, das stimmt halt auch. Ja, da hat man halt früher, denke ich mal, doch mehr drauf geachtet, dass man also nahe an der Vorlage bleibt, anstatt sich einfach Freiheiten zu nehmen. Schlimmstes Beispiel in der Hinsicht ist für mich I, Robot mit Dings, wie heißt er? Will Smith. No. Bezieht sich ja eigentlich auf die Robotergeschichten von Isaac Asimov. Eigentlich Sir Isaac Asimov, weil der Mann wurde geadelt. Und ja, da haben sie wirklich nur seine Geschichten als Kulisse genommen und ja, einfach nur seinen Namen für den Vorspann, für die Werbung auch mit benutzt. Ja, weil mit seinen Geschichten und mit seinem Bild von Robotern hat der Film überhaupt nichts zu tun. Das wird ganz klar, wenn man sich das Ende anguckt, weil im Film sind nämlich die Roboter die Bösen und das war bei Asimov nie der Fall. Ja, der Film, das ist also eine typische Frankenstein-Geschichte, ne, dass sich also die von den Menschen geschaffenen Kreaturen, in diesem Fall die Roboter, beim Frankenstein das Monster, was Dr. Frankenstein geschafft hat. Das Monster selber hat, glaube ich, keinen Namen, sondern der Doktor, der Forscher, der es geschaffen hat, der heißt Frankenstein. Ja, und hier machen wir auch mal weg und setzen ein bisschen Licht. Ja, und im Film ist es eben so. Typische Frankenstein-Geschichte, ne, die von den Menschen geschaffenen Kreaturen, die Roboter, genauer gesagt, einer lehnt sich halt gegen die Menschheit auf und tötet Menschen oder sorgt dafür, dass Menschen halt zu Schaden kommen. Und das ist eben bei Asimovs Geschichten absolut nicht so. Da steckt hinter dem Übel immer ein Mensch und die Roboter funktionieren eben wirklich nach ihren drei Gesetzen, beziehungsweise nach den drei Gesetzen, die Asimov für seine Geschichten aufgestellt hat. Na, nach denen Roboter handeln sollen. Und es war eben auch erklärtes Ziel immer von Asimov, eben keine Frankenstein-Geschichten zu schreiben. Na, er hat angefangen in den 30er Jahren seine Geschichten zu schreiben. Und da waren eben viele Robotergeschichten und Science-Fiction-Geschichten solche Frankenstein-Geschichten, ne? Dass sich halt eben die Roboter gegen ihre Schöpfer, gegen die Menschen auflehnen. Und er wollte eben ganz bewusst was anderes schreiben und Roboter anders eben darstellen. Eben nicht als die Maschine, die irgendwann außer Kontrolle gerät und
sich gegen den Menschen auflehnt und zerstört und kaputt macht und so weiter. Also nicht als Ungeheuer letztendlich die Roboter darstellen, sondern natürlich nicht als vernunftbegabte Wesen, aber eben als Maschinen, mit denen man arbeiten kann, mit denen man leben kann. Und aus diesen drei Gesetzen das erste ist, ein Roboter darf keinen Menschen zu Schaden kommen lassen, also darf keinem Menschen schaden oder durch Untätigkeit zulassen, dass einem Menschen Schaden zugefügt wird. Das ist das erste Gesetz. Und das verbietet schon mal so eine Handlung, wie in dem Film iRobot beschrieben ist. Ja. Und das zweite Gesetz, ein Roboter muss jedem Befehl gehorchen, den ihm ein Mensch gibt. Es sei denn, er steht im Widerspruch zum ersten Gesetz. Das heißt, ich kann also einem Roboter nicht befehlen, dass er einem Menschen schaden soll. Ja, das kann er also nicht, wegen des ersten Gesetzes. Das hat dann Vorrang. Und schließlich das dritte Gesetz, ein Roboter soll darauf achten, dass er nicht selber zu Schaden kommt. Es sei denn, es steht im Widerspruch zum ersten und zweiten Gesetz. Und um diese drei Gesetze herum, so einfach sie klingen, hat er also seine ganzen berühmten Robotergeschichten drumherum geschrieben. Und das ist wirklich erstaunlich, wie viele Geschichten da drinstecken und wie spannend die sind. Ja, obwohl es eigentlich immer nur um diese drei Gesetze geht, wie also Roboter und Menschen natürlich in verschiedenen Situationen mit diesen drei Gesetzen umgehen. Und wie halt Roboter basierend auf diesen drei Gesetzen handeln. Ja, das ist auch noch so eine interessante Geschichte. Kann ich also auch jedem nur empfehlen, die Robotergeschichten von Isaac Asimov zu lesen. Meistens gibt es die als Sammelband irgendwie, häufig auch als Taschenbuch oder als Remitende, sprich auf dem Grabbeltisch findet man da was oder man schaut halt mal gebraucht irgendwo nach. Das ist wirklich guter Stoff. Obwohl sie aus den 30er, 50er Jahren sind, also eigentlich uralt, heute auch noch recht gut zu lesen. Ist natürlich nicht sowas wie jetzt hier Star Trek oder so, weil das sind einfach moderne Geschichten. Aber was zählt, ist halt eben doch immer die Geschichte, finde ich. Egal wie alt sie ist. Und von daher kann man die Geschichten also ruhig auch noch in 20, 30, 50 Jahren lesen. Das ist man sicher. Einfach, weil sie gut sind, ne? Romeo und Julia von Shakespeare wird ja auch nicht schlechter, bloß weil es alt ist. Das ist immer noch eine die größte Liebesgeschichte überhaupt, ne? Titanic zum Trotz. So, was? Zack, zack. Obwohl wahrscheinlich wesentlich mehr Menschen Titanic gesehen haben, als Romeo und Julia gesehen, gelesen haben, sei es nun im Theater, sei es als Buch, sei es als Verfilmung, denn die Geschichte ist ja auch immer wieder abgewandelt und neu verfilmt worden, neu erzählt worden. So, ich mache mich hier mal wieder auf die Suche nach meinem Minecart. Frage mich, wo ich kann es sein, dass ich mich verlaufen habe? Da lang war ich. Zack, zack, zack. Nach oben ist immer gut. Ach du grüne Neune. Habe ich mich wieder mal erfolgreich verlaufen? Sieht ganz so aus. Ja.
Okay. Ja, ich mache dann für heute hier Feierabend und werde sehen, dass ich irgendwie noch wieder aus dieser Höhle hier rauskomme, aus unserer Mine. Mal sehen, wo ich da überall noch hinkomme. Ja, bis dahin, heute war wieder viel Stoff dabei, viel zu erzählen. Ich hoffe, nächstes Mal dann auch wieder sowas dabei. Und ja, den guten Xylanx 11 bin ich zu motzen wegen seinem Schiff, das habe ich schon getan. Also ihm gesagt, was halt mit seinem Schiff jetzt von den Proportionen, wenn es ein Original und ein richtiges Schiff wäre, nicht stimmt. Das hat halt doch eher so die Proportionen von so einem Playmobil-Piratenschiff. Ja. Aber was soll's? Ist Kreativmodus, ist Minecraft fertig, ne? Gibt's keine Diskussionen drum, kein Grund. Ja, da irgendwie über den Burschen herzufallen. Im Gegenteil, schaut ruhig mal auf seinem Kanal vorbei. Na, das einfach mal noch gesagt. Ja, und das ist doch mal ein schöner Abschluss. Adieu mit Ö.